Hallo zusammen. Hallo zusammen, ja. Jetzt sind wir wieder mal hier. Freitags bei Donati. Genau. Heute haben wir uns wieder etwas Neues ausgedacht. Und was hast du denn ausgedacht? Ich möchte jetzt ein bisschen Wissen probieren. Wissen? Aprovie. Ja. Oder auch, was man kann zum Essen weiterziehen. Und da haben wir gedacht, wir nehmen mal den Piccolo. Das ist der Weinproduzent. Aus dem Piemont. Aus dem Piemont, genau. Aus der Ortschaft Gavi. Es ist ein Gavi di Gavi. Und die Reben liegen in dem Rovereto bei Gavi. Das ist ein Jahrgang 2019. Das ist ein reinsortiger. Mhm. Und was haben wir da für Rebsorten? Uva Cortese. 100% Uva Cortese. Genau, ja. Und ich mache hier mal auf. Dann wir mal an. Und probieren, schauen, wie er aussieht. Er ist also nur im Stahltank ausgebaut, gell? Genau, ja. Stahltank. Es ist jetzt auch schon die dritte Generation. Es ist ein relativ kleiner Betrieb. Der Gian Lorenzo mit seiner Frau feiert das jetzt. Er ist ca. 40, 45, okay, oder? Ja. Und das ganze Gut, das ist eigentlich ein Gut aus der Familie, wo sie Grosspappe erworben hat und dann mal angefangen hat, Wein zu produzieren. Und er hat ja verschiedene Gavi. Ja? Schau mal, wie schön hell die Farbe ist. Ja? Sehr schön, ja. Er hat ja verschiedene Gavi. Und zwar tut er, je nachdem wie alt dass die Rebstöcke sind, unterschiedliche immer Gavi machen. Aber sie haben dann halt auch eine andere Farbe, einen anderen Geschmack. Mhm. Das sind Rebstöcke, die 65 Jahre alt sind. Hm? Alles Uva Cortese. Und das ist ja eigentlich eine autochthone Rebsorte dort aus dieser Ortschaft Gavi. Ja. Das kennt man ja schön Schnitt. Hat eine ganz schöne, helle Farbe. Der Geschmack ist schon Fruchtig, ja. Fruchtig, so Fruchtnoten. Mhm. Hat eigentlich keine Säure mehr. Und fast keine. Sehr wenig Säure, ja. Genau. Ja. Hat er abgebaut. Ist aber immer noch sehr mineralisch. Sehr, sehr, ja. Mineralisch, ja. Und trocken. Also wenn jemand ein bisschen trockenen Wein mag, zum ein Apero mit ein bisschen Säure. Ja. Tollen Apero-Wein. Genau, ja. Dann ist das, glaube ich, genau das Richtige. Macht Freude. Mhm. Zum Wohl. Zum Wohl.